Ja, hallo vom Kollwitzplatz. Mein Name ist Martin Hase oder Maha. Neben mir sitzt FJ. Wir sprechen heute über die Piraten zur Bundestagswahl. Ja, FJ, warum sollte man die Piraten wählen? Ja, ich denke, im Moment ist es so wichtig, Piraten zu wählen wie nie zuvor. Es gibt ja einen neuen politischen Kompass, der zeigt, dass eigentlich inhaltlich alle Parteien ein bisschen nach rechts gerückt sind, außer den Piraten. Und da ist ein totales Vakuum im libertären linken Bereich. Also die Piraten sind im Prinzip so nötig wie nie, sage ich mal. Sie proklamieren, vielleicht kann man das ganz gut zusammenfassen mit den drei Thesen auf Anja Hirschels Plakat. Ich schütze Daten, wir stehen natürlich weiterhin für die ganzen Aspekte der Digitalisierung. Das heißt, wir sind weiterhin da mit unseren Kernkompetenzen in dem Feld. Von Datenschutz bis Industrie 4.0. Und natürlich schützen wir aber auch die Menschenrechte, das ist das Zweite. Und das ist, glaube ich, im Moment auch so wichtig wie nie, weil in diesen ganzen Konflikten und diesen Entwicklungen, die wir weltweit beobachten und auch in Deutschland beobachten, eben die individuellen Rechte, die wir haben, immer weiter ausgehöhlt werden. Das betrifft natürlich jetzt gerade diese ganzen Geschichten mit Staatstrojaner und Überwachung in Deutschland. Das geht aber sehr weit und betrifft dann letztendlich auch, sag ich mal, die Mietpreise in Berlin hängen damit genauso zusammen wie die Entwicklung in der Türkei. Und das ist ein weites Feld. Da fehlt es uns sehr an einem Schutz, sag ich mal, des Individuums und seiner Rechte in den Parteien. Und das Letzte finde ich sehr sympathisch und ich schütze auch Bienen. Das klingt ein bisschen wie Pointe, ist aber doch sehr tiefgehend, weil da hatte ich es gestern davon, gerade im Bereich der Nachhaltigkeit, im Umweltschutz, gibt es eigentlich keine Partei, die das thematisch noch wirklich hochhält. Wir haben kaum Parteien, die sich damit auseinandersetzen, dass wir eine nachhaltige Entwicklung brauchen. Und die Piraten haben das jetzt ja auch neu im Programm zusammen mit ihrer pazifistischen Haltung ins Programm aufgenommen. Das heißt, wir haben da eben auch ein paar Lücken gefüllt, die andere Parteien mal hatten und verlassen haben. Ja, ja. Also ich glaube, wenn man es mal auf einen Nenner bringen will, ist es schon die Zukunftsorientierung, die bei den Piraten sehr stark ist. Bei anderen Parteien, da sieht man so, dass es eigentlich ein Festhalten ist an den Konzepten des 20. Jahrhunderts, also Vollbeschäftigung und so. Es gibt ja auch Parteien, die wollen zurück ins 19. Jahrhundert. Aber bei den Piraten hat man halt wirklich Entwürfe für die Zukunft. Und ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, vielleicht, da kann ich sehr bestätigen. Mein Problem ist auch oft, dass ich unter der Vielzahl der auch mich begeisterten Inhalte dann manchmal zu dem Punkt verliere. Und die Zukunftsorientierung ist, glaube ich, wirklich ein konkretes Ding, das uns, das betrifft ja die Entwicklung eines bedingungslosen Grundeinkommens, ja. Genauso wie unser Mahnen vor einem Aushöhlen des Datenschutzes in Richtung 1984 und Überwachungsstaat. Genau. Es betrifft aber auch genauso unsere Politik, die wir demokratisch auf Plattformen betreiben mit dem Liquid Feedback. Ganz und genau. Das ist auch für mich, sag ich mal, die Einzigartigkeit dieser Partei schlechthin. Diese Beteiligung der Parteimitglieder bei der Gestaltung von Inhalten übers Internet mit neuen Methoden. Genau, also dieser Schwerpunkt Demokratie ist sehr wichtig und das leben wir ja auch im Berliner Landesverband mit Liquid Feedback. Und dann natürlich Transparenz ist wirklich ein ganz wichtiges Thema. Das sehen wir ja jetzt überall in der Politik, ne? Dass es vor allen Dingen auch um Transparenz in Politik und Verwaltung geht und Menschenrechte. Und ich denke, Menschenrechte ist auch jetzt ein ganz wichtiges Thema und Datenschutz fällt natürlich auch unter Menschenrechte. Informationelle Selbstbestimmung, das ist schon sehr wichtig. Ja. Und wenn man da liest, ich weiß jetzt gar nicht, von welcher Partei es genau kam, ich habe nach dem Recht auf informelle Selbstbestimmung gesucht, aber es nicht im Grundgesetz gefunden. Ja. Das ist ja kürzlich durch die Medien gegeistert. Und das zeigt so ein bisschen die Denke der Parteien. Man verlässt nicht das Gesetz, das wäre dumm, aber man dehnt und biegt es und weigert sich, es sinnvoll auszulegen, wie es vielleicht den Menschen nutzen würde, sondern es wird nur so ausgelegt, wie es den persönlichen Interessen genügt. Und das finde ich an den Situationen ziemlich frappierend. Es geht den Parteien im Wesentlichen darum, ihre politische Position
zu halten, ja, stärker zu gewinnen und ihre auch individuellen Rechte in der Partei zu halten. Die Leute wollen klammern sich an ihre Mandate, wollen in der Partei bleiben und es geht im Prinzip nur darum, eine Showveranstaltung drumherum zu machen. Ja, das hat mich richtig geärgert, hat man auch schön beim Dieselgate gesehen, wie sich nach dieser Einigung von 60, 120 Minuten, wie lange sie zusammen saßen, dann die Manager zusammen mit Dobrindt dann präsentiert haben und schnell dargestellt haben, wir haben die Softwarelösung. Und als Piraten wissen wir natürlich, weiß jeder, glaube ich, Umwelt schützt man nicht mit Software. Umwelt schützt man, indem man Schadstoffausstoß verändert und minimiert. Und das ist ein Skandal sondergleichen. Also das hat mich richtig geärgert, weil es wirklich so eine Veräppelung war, aber vor Augen aller. Es war eigentlich klar, es lässt sich sozusagen nichts reparieren an der Stelle ohne großen Aufwand. Also macht man eine Einigung, die so tut, als hätte man was erreicht, nämlich eine Softwarelösung, die eigentlich gar nichts erreicht. Und diese Veräppelung der Bürger und der Menschen ist in meinen Augen menschenverachtend. Und das beobachte ich eigentlich bei allen Parteien, außer bei den Piraten. Abgesehen vielleicht von anderen Kleinstparteien, die da auch sicherlich schön sind, aber die Standardparteien, die großen Parteien in den Parlamenten, leistet das eben nicht. Die macht Politik für sich. Ja. Ja, warum engagierst du dich denn nun ganz persönlich? Warum willst du in den Bundestag? Ja, also ich sag mal, ich engagiere mich ganz persönlich und das ist sicherlich unabhängig von einem Bundestagsmandat an sich, weil, das habe ich jetzt vielleicht schon so anklingen lassen, mich bestimmte Dinge wirklich aufregen. Ja. Es ist einmal diese Verarschung, ich möchte es mal so sagen, weil es wirklich eine Zumutung ist, teilweise gute Anträge von den Piraten, haben wir ja auch gesehen, in der letzten Wahlperiode zu blockieren, nur um der Wahrung der eigenen Deutungshoheit willen. Das heißt, die Grünen gehen nicht mit, wenn ein Antrag kommt, der einen Plan darlegen soll, wie die Atomkonzerne den Ausstieg selber finanzieren. Die Grünen gehen auch nicht mit, wenn es darum geht, Cannabis zu legalisieren. Das haben wir sehr oft gesehen. Dabei ist das noch eine der Parteien, die uns am nächsten steht. Ne? Ich rede jetzt gar nicht von den Parteien, mit denen wir eh nicht gut zusammenarbeiten konnten, weil sie von vornherein sich von uns abgegrenzt haben, die weiter rechts stehenden Parteien. Und das ist in meinen Augen also empörend. Wir brauchen eine Politik, eine ehrliche Politik der Inhalte in meinen Augen. Wir brauchen eine Politik, die hergeht und sagt, es gibt einen Missstand. Beispiel nehmen wir nochmal das Dieselgate. Das Dieselgate ist also wirklich ein Skandal. Und es gab im Handelsblatt einen schönen Artikel, 50 Manager, Managerinnen und Manager, überwiegend Manager, gehören ihres Amtes enthoben. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, hätten die da die Namen auflisten können. Also jeder von uns kann da die Namen zu auflisten, weil von wem soll denn dann die Rede sein? Das sind natürlich bestimmte Personen in den Automobilkonzernen, die da mit entschieden haben, als diese, ja, sag ich mal, Trickserei, um die Rechtslage eben zu dehnen und zu umgehen, letztendlich auch durchgeführt wurde. Und dazu kommt es aber nicht. Unsere Politik ist nicht fähig, sowas durchzusetzen. Unsere Politik schafft die Transparenz nicht. Es wird stattdessen der Schein gewahrt, man würde was tun, indem man irgendwas aufsetzt, diese Softwarelösung erfindet. Ich sag's mal so, die ist ja keine Lösung. Und es regt mich also so auf, dass ich in eine Partei gehen will, die solche Sachen offenlegt, die klar drüber spricht und die auch einfordert, dass die Gesetze, die wir haben, dann auch angewendet werden in so einem Fall. Egal wer oder gerade wenn Personen, die einen hohen Stand haben, in der Gesellschaft beteiligt sind. Das muss einfach der Fall sein und das finde ich bei den Piraten wieder überall. Ich habe auch vorher bei anderen Parteien mal geguckt und da war ich schon mehr oder weniger von vornherein immer ein bisschen in schwierigem Spielfeld, weil es wurde quasi eine professionelle Arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen in diesen Parteien abverlangt. Und bei den Piraten wird gesagt, wenn du unser Programm vertrittst, dann kannst du mitmachen. Herzlich willkommen. Und das war für mich also eine durchgehende Motivation immer dabei. Ja, genau. Also ich meine, mir geht das ganz ähnlich. Ich möchte mich natürlich politisch engagieren und ich möchte das aber nicht tun in so einem Apparat, wo ich dann vielleicht der Parteilinie folgen muss. Und hier habe ich nun die Gelegenheit, tatsächlich meine Meinung nach vorne zu bringen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es was bringt. Und deshalb engagiere ich mich. Und ich glaube, dass man es in der anderen Partei gar nicht so wirkmächtig tun kann wie in der Piratenpartei. Ja, das ist sehr interessant. Hatte ich gestern ein schönes Gespräch zu.
Bei den Piraten ist jeder, der beitritt und mitarbeitet, sehr wirkmächtig. Wenn er sich darauf einlässt, Argumentationen aufzugreifen und über das Liquid Feedback dann eben seinen Antrag zu entwickeln. Die kommen dann sozusagen auch durch. Ich habe es ja selber gemerkt, vom ersten Tag an kann man Anträge dann auch durchbringen und hat dann quasi eine Position, die von der ganzen Partei mitvertreten wird und am Parteitag nochmal bestätigt wird als Programmpunkt. Mhm. Das ist wirklich einzigartig. Ja, ja. Mir fällt auch noch ein politischer Grund ein, den ich nicht vergessen will. Die Piraten sollte man ja gerade jetzt auch wählen, weil wir im Prinzip auf eine fast Zweidrittelmehrheit der Großen Koalition hinsteuern. Und wenn ich dann höre, dass Leute sagen, vielleicht kriegt man ja Schwarz-Gelb, das wäre besser als die GroKo, dann rollen sich mir die Fußnägel auf, weil das war früher immer der Standard-Albtraum Schwarz-Gelb. Und jetzt ist es das kleinere Übel geworden. Mhm. Ne? Also wählt doch Piraten, um die GroKo zu verhindern. Vielleicht das halbe oder das eine Prozent, das die GroKo verhindert. Und es kann auch sein, es gibt auch eine Partei, die fällt gerade, ist jetzt in der letzten Folge auf 8% und outet sich, das hat man ja auch bei irgendwelchen Treffen, Nazi-Treffen, sage ich mal hier in Thüringen gesehen, als Kollaborateur dieser Menschen. Diese Partei ist also vielleicht auch noch unter 5% zu bringen. Vielleicht schafft man es ja, dass die nicht einziehen. Und das könnte auch sein, dass dann ein halbes Prozent oder ein Prozent bei einer vernünftigen Partei dazu beiträgt. Deswegen trete ich hier auch an und ein halbes Prozent ist für uns bereits etwas, mit dem wir weiterarbeiten können. 1% ist was, wo wir sagen, das ist schön. 1,5% ist ein Erfolg. Ja. 2% ist auch ein großer Erfolg für uns. Also die 5%-Hürde ist was sehr Fiktives, was für unser Wirken und Arbeiten keine große Rolle spielt. Ja, also ich denke, wir wirken auch schon bei 1%. Wir sind da. Ja, jetzt bist du natürlich auch sehr engagiert im Bereich Bildung und Wissenschaft. Dann sollten wir auch noch darüber sprechen. Was sind da die Positionen der Piraten? Ja, die Piraten haben natürlich vor allem auch im Bereich Bildung interessante Positionen für die Schulen. Da geht es ja auch um alternative Bildungszugänge, die Breite der Bildung fördern, Schulen demokratisieren. Das heißt, Schulversammlungen eben stärker so zu gestalten, dass auch Schülerinnen und Schüler mitreden können, in die Lehrpläne stärker die Digitalisierung reinzubringen. Das sind ganz viele Facetten. Mein Schwerpunkt liegt ja dann auch noch speziell im Bereich Hochschulpolitik. Und da haben wir ja im Moment gerade die große Bewegung anzuprangern, was schon seit 20 Jahren geht, dass der Mittelbau nicht existiert, dass es keine Dauerbeschäftigungen gibt, dass es im Bereich Mittelbau das Wissenschaftszeitvertragsgesetz gibt, mit Qualifikationszielen neuerdings, die abgearbeitet werden und dann stehen die Leute teilweise auf der Straße oder sind zumindest bis zu dem Termin erstmal prekär beschäftigt für bis zu 12 Jahre. Und diese Probleme werden ja gerade tangiert. Also es gibt hier viel Diskussion in der Politik. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat jetzt ein Programm ausgerufen, 1000 Professuren zu entwickeln. Und da wollen wir Piraten eben auch darauf achten, dass solche Sachen in einem vernünftigen Rahmen passieren, dass die Hochschulen da ihre Strukturen bewahren, dass vernünftige, gute Professuren ausgeschrieben werden. Also ich selber bin ja an der TU Berlin auch politisch engagiert, in der Mittelbauinitiative. Und da geht es uns zum Beispiel darum, dass man jetzt nicht 15 so viele Professuren werden wohl an die TU Berlin kommen. Professuren einfach so aus der Hand schüttelt, sondern sich Gedanken macht über die Struktur der Uni und vielleicht dann auch moderne Themen bedient. Es gibt jetzt an der TU Berlin neu den Nachhaltigkeitsrat. Der Nachhaltigkeitsrat wird auch auf meine Initiative gegründet, ist gleichgestellt mit der Kommission für Lehre und Studium und der Strukturkommission und hat jetzt gerade ein Zertifikatsstudiengang entwickelt für Nachhaltigkeit. Das heißt, da können Studierende keinen Bachelor, aber doch ein Zertifikat Nachhaltigkeit der Lehre machen. Sie müssen dazu eben aus einer bestimmten Auswahl an Lehrveranstaltungen dann eine Mindestmenge auswählen. Und solche praktisch neuen Zertifikate, vielleicht neue Studiengänge, die dann auch diese Fragen der Nachhaltigkeit, der Zukunftsorientierung. Nachhaltigkeit heißt ja, wir leben so, dass es nicht auf Kosten zukünftiger Generationen geht. Sowas bedienen, das liegt mir sehr am Herzen und ich glaube, da ist die TU Berlin auf einem guten Weg. Und es muss allerdings viel politische Arbeit geleistet werden, weil die Politik, wie im Internet, davon keine Ahnung hat. Mhm. Und da muss sie sich wirklich beraten lassen und auch da sehe ich
dass die Piraten da sehr viel Kompetenz haben. Ja. Ich meine, du bist ja auch Professor. Ja, genau. Also die, ich denke, wichtige allgemeine Strukturfragen, die sind natürlich tatsächlich wichtig in der Bundespolitik. Mhm. Ja, man kann ja sagen, Bildung ist Ländersache, aber eben Struktur, die Struktur der Hochschule, die Gestaltung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes und so, das ist natürlich Bundespolitik. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass hier gewisse Veränderungen eintreten. Und außerdem gibt es natürlich noch viele andere Aspekte von Bildung, die gerade auf Bundesebene geregelt werden müssen. Also insbesondere, wie ist das mit den Zugängen zu Material im Rahmen des Urheberrechts und so. Und da sind wir auch noch nicht da, wo wir eigentlich hin wollen. Und da braucht es gerade die Piraten, denn ich habe wirklich den Eindruck, dass die Piraten einfach mehr verstehen von Fragen des Urheberrechts als viele andere Parteien. Und ich denke, da können wir uns auch einbringen und müssen uns auch einbringen, denn da ist leider das Urheberrecht auch noch vor allen Dingen orientiert auf eine Zeit vor dem Internet. Ja. Und auch da muss man in die Zukunft blicken. Einzelwerke einzeln abrechnen, ist ja die These, die jetzt ausgerufen wird. Die Leser sollen gezählt werden, was im Internet theoretisch geht, aber auch nicht so richtig praktisch. Ja. Und die Reform im Bereich Open Access, also freier Zugang zu Bildungspublikationen, Open Access zu Publikationen und OER, also offene Bildungsressourcen, das heißt Zugang zu den eigentlichen Ausbildungsmaterialien. Mhm. Das ist also ein Kernthema von uns. Und da freut es mich auch sehr, dass da auf Bundesebene tatsächlich Initiativen gestartet werden, auch von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Genau. Und man Herke dann sagt, das kann eigentlich nicht sein, dass unsere Kinder, wenn sie erfahren wollen, wie was funktioniert, den Zugang zu diesen Informationen verwehrt kriegen. Und ich glaube, dass da eben diejenigen, die es verstanden haben, tatsächlich bei den Piraten sitzen. Mhm. Und wenn ich bei der Bundesregierung hört man ja so schön, sie haben das Internet nicht verstanden und es gibt auch kaum jemanden, der es verstanden hat und dann wird auf jemanden verwiesen, der als Experte gerade eingeführt wird und diese Person hat es aber vielleicht auch nicht ganz verstanden und das ist ein Drama, weil diese Art von Entwicklung ist doch vergleichbar mit der Industrialisierung. Genau, Industrie, das wäre der Revolution. Ja. Es ist eine Revolution, unsere Kinder laufen nur noch mit dem Smartphone in der Hand rum. Und wenn wir da nicht drauf reagieren, dann nutzen wir zumindest Chancen nicht. Genau, und ich glaube, die einzige Partei, die wirklich gut darauf eingestellt ist, darauf zu reagieren, das ist halt die Piratenpartei. Ja. Auch hier sieht man wieder, es geht um das Gestalten der Zukunft und die Zukunftsorientierung. Und das ist, glaube ich, wirklich ein ganz wichtiger Aspekt. Und genau deshalb engagiere ich mich hier und genau deshalb sollte man auch die Piraten wählen. Genau. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke. Dann sehen wir mal, was noch passieren wird.